Weihnachten. Auf der ganzen Welt feiern Christen die Geburt Jesu. Wir laden Sie herzlich ein zu einer weihnachtlichen Weltreise. Ein Christbaum überhaupt überschmückt mit schillernden und glitzernden Dingen. Ist das kitschig oder nicht? Stille Nacht, heilige Nacht, Franz Xaver hat's geschrieben. Frohe Weihnachten, Gott wohl, wünscht dir der Julebock. Oho, ich war nicht brav. Deshalb hat mir der Pferd einen Kohlkopf gebracht. Ich liebe Bonieros Konvil, die Honigkrapfen. Was ist eigentlich ein Christbaum? Sind Glas und zwölf Beet bringen die Kadoches. Merry Christmas, sind eure Häuser schon beleuchtet? Mir hat der Wursttreiber eine alte Kartoffel gebracht. So wünscht man sich frohe Weihnachten in Sri Lanka. Oh, der heilige Basilius bringt am 31. die Geschichte. Das dauert noch so lange. Ab ins Meer, vor der Christmette können wir noch eine Runde schwimmen gehen. Frohe Weihnachten, oder wie man das in Russland sagt, sagt die Strom. Das hat Tante mir gebracht. Zur Weihnachtszeit darf eine Krippe im Haus nicht fehlen. Ich würde so gerne auch mal einen Schneemann aus echtem Schnee sehen. Morgen fahren wir Posada. Was wohl in der Piñata ist? Nun lacht Kria. Feliz Navidad y próspero año y felicidad. Hier feiert man Weihnachten 4 Monate lang. Der Weihnachtsmann wohnt bei uns zusammen mit seiner Frau und seinen Rentieren.
Weihnachtslieder unter Palmen, wäre das was? Das Weihnachtsessen ist für uns sehr wichtig. Rote Beete-Suppe, Karpfen und zum Nachtisch Motschka, eine Mohnspeise. Hier in Bethlehem wurde Jesus geboren. Ein brennendes Weihnachtsholzstück im Kamin treibt bei uns alles Böse. In der Amtssprache von Burkina Faso wünschen wir euch nun Joyeux Noël. Wir hoffen, Ihnen hat unsere kleine Reise gefallen. Die Kinder der St. Franziskus Schule in Neuburg wünschen Ihnen allen frohe Weihnachten.